Mein Vortragsthema: Co-Kreativität im Ich. Ich möchte mit einer kleinen selbsterlebten Geschichte beginnen. Und zwar ich bin Mutter von 3 Kindern und als unser ältester Sohn etwa 2 Jahre, na knapp 3 schon fast war, kam er eines Tages plötzlich an und hatte einen imaginierten Hund dabei. Und der hatte auch einen Namen, der hieß Boffi und war laut unserem Kind ein ganz besonders toller Hund und besonders lieb und treu und ein Begleiter, um den er sich von da an unglaublich aufmerksam ständig gekümmert hat, sehr, sehr sorgfältig, was für uns natürlich nicht ganz so easy war, denn wenn wir in die Haustür rein wollten, dann schrie er plötzlich, halt, der Boffi ist noch nicht drinnen. Oder wenn wir zum Kindergarten gehen wollten, dann musste der Boffi an die Leine gelegt werden. Und wo war wieder die Hundeleine? Natürlich auch unsichtbar. Alles imaginiert. Der Boffi bekam unsichtbares Futter, unsichtbares Wasser hingestellt. Und er durfte in einem unsichtbaren Bettchen neben dem Kinderbett schlafen. Und laut unserem Sohn hat er also die ganze Nacht wunderbar auf uns alle aufgepasst. Hat uns beschützt. Und ohne ihn wären wir also gar nicht so sicher gewesen. So, dieser geliebte Boffi hat einige Monate bei uns gelebt und wir Eltern haben in einem sehr ko-kreativen Spiel ihn also als unseren Mitbewohner akzeptiert und auch mal mit dem Boffi gesprochen, weil der Boffi sonst traurig wäre, wenn nur der Simon also sich um ihn gekümmert hätte. Also Boffi saß dann auch immer am Tisch und hat gewartet, bis wir gegessen haben. Und irgendwann mal erklärte uns dann unser Kind mit diesem typischen, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, aber mit diesem typischen Blick, dass den Kinder aufsetzen können, wenn sie es mit richtig dummen Erwachsenen zu tun haben, erklärte er uns, dass es doch den Boffi gar nicht in echt gibt. Den habe ich mir nur ausgedacht. Da waren wir jetzt natürlich blöd dran, ja? Aber was ist eigentlich passiert, denn dieser Boffi ist von da an nie wieder aufgetaucht. Er war komplett verschwunden, obwohl sich unser Sohn natürlich heute grinst und erinnert sich natürlich an seinen Boffi. Aber er war weg. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil ich glaube, dass diese Boffi-Episode oder der Boffi selber ein ganz genialer Bewusstseinstrainer in 2 Richtungen war. Der erste Aspekt betrifft die Bewusstseinsstufen, wer es Bio Dynamics kennt oder Gott 9.0 kennt, der weiß, wovon ich spreche. Also das ist sind diese psychosozialen Werteräume, durch die wir reifen und wachsen und die stabile, bleibende Bewusstseinsräume darstellen, wo wir in unterschiedlicher Komplexität auch als Erwachsene uns noch weiterentwickeln können. So kurz gesagt, wer davon mehr wissen will, der Mike und ich haben ja nachher noch einen Dialog zum Spiral Dynamics der Liebe. Ja, also da geht es um das Aufwachsen hinein in eine Persönlichkeitsreifung bis hin zum Erwachsenenalter dann hinein oder Erwachsenenleben hinein. Und entwicklungspsychologisch kreiste diese Boffi-Episode um diese purpurne Bewusstseinsstufe 2.0 mit dem magisch-animistischen Weltbild. Da tauchen dann diese imaginären inneren Wesen und Begleiter auf. Und natürlich war dann auch drin ein ganzes Stück schon von Rot 3.0, wo es um mein Ich geht, dass dieser Hund gehörte eindeutig unserem Sohn und nicht uns, das war schon seins, aber eben noch eine innerpsychische Repräsentation. Und schließlich war dann auch schon ein Stück 4.0 drin, wo es ja um diese 4.0 blau ist, die erste konventionelle, rationale Stufe, wo er tatsächlich ja dann schon mithilfe von dieser Boffi-Geschichte eine ganz wichtige Ich-Kompetenz erlangt hat, nämlich die Fähigkeit zwischen der äußeren, grobstofflichen, objektiven Realität und seinem eigenen inneren, subjektiven Erleben zu unterscheiden. Das ist ein Riesenschritt, wenn ein Kind dahin gelangt und das Ich beginnt, diese Komplexitäten und Kompetenzen, also im entgegenwachsender Bewusstseinsstufen, zu integrieren. Gleichzeitig ist natürlich noch ein anderer Aspekt mit enthalten in dieser Episode und das ist die Geschichte mit den Bewusstseinszuständen, denn es spielt sich ja alles im inneren Erleben des Kindes ab. Also wir sind hier im subtilen Bewusstseinsraum, wo wir letztlich wissen, je
mehr wir uns auch in diese tiefen Räume der Bewusstseinszustände hinein versenken können, desto mehr gelingt auch ein spirituelles Erwachen, ein Wahrnehmen der Wirklichkeit in ihren unglaublichen tiefen Dimensionen. Also, das Kinder-Ich hat sich mit dieser Boffi-Figur da drin geübt, diese innere Vorstellung aufzubauen, und zwar eine Vorstellung darüber, dass es selber aufpassen kann, dass es selber Verantwortung übernehmen kann, dass es Fürsorglichkeit übt, als inneres Modell erst einmal, das dann ins Außen reingespielt wird. Und es hat noch gleichzeitig im Außen mit uns Eltern einen weiteren ko-kreativen Prozess gesteuert, indem es uns also verpflichtet hat, diese Boffi-Geschichte mitzumachen und Boffi als unser Haustier zu akzeptieren. Wir waren da so stabilisierende Instanzen für diese doch nicht so einfache innere Prozessgeschichte. Und deswegen, wir haben ja auch ein paar Kinder hier und junge Eltern. Es ist wahnsinnig wichtig, wenn wir Eltern das hinkriegen, die Imaginationsspiele dieser frühkindlichen Seele einfach in einem guten Sinne zu begleiten und sie nicht abzutun. Das hat man früher gemacht, heute sind Menschen ja bewusster, was das betrifft, besonders junge Eltern, das ist wunderbar. Aber dass man ihnen, den Kindern, ihre inneren Bilder, ihre inneren Räume, Landschaften, Geschichten lässt und sie durchaus auch würdigt. Kritisch wird das alles erst, wenn ein Kind, sag ich mal, schon 10 Jahre alt ist und nur sozusagen noch nicht zwischen innen und außen unterscheiden kann, dann hat es ein Entwicklungsproblem. Aber die purpurne Stufe soll ein Kind durchleben können und ein zu frühes Rationalisieren wäre eigentlich ja, ein Verlust für die Kinderseele. Wenn es gelingt, diese innere Welt zu erschließen, dann bedeutet es für das Kind im besten Fall tatsächlich eine geglückte Vertiefung seines eigenen Seinsgefühls und die vertrauensvolle Bejahung seiner eigenen und auch, sag ich mal, mobilen Existenz durch seine Lebensalter hindurch. Wir wissen heute, dass dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle das Erzählen spielt, der Dialog zwischen Eltern und Kind, da sind wir schon bei einem hochko-kreativen Akt. Das autobiografische Gedächtnis wird in der Kindheit dadurch aufgebaut, dass Erlebnisdialoge stattfinden zwischen den Eltern oder Bezugspersonen und dem Kleinkind. Das machen wir eigentlich natürlich, wir reden immer mit unseren Babys und kleinen Kindern, aber die sind entscheidend, ist dabei, dass das Kind Worte, Begriffe bekommt, die ihm helfen, seine Gefühle und seine Erlebnisse eindeutig zu benennen. Gibt es wunderbare Kindergartenbücher, heute bin ich glücklich und so weiter, die ganz, ganz fantastisches Training da bedeuten. Das Kind sieht ein Tier in einer bestimmten Stimmung, traurig, und dann kann die Kindergärtnerin oder die Mutter, die Eltern, Großeltern können sagen, schau mal, der Fisch schaut traurig aus. Und damit bekommt das Kind einen Begriff für ein Gefühl und kann von da an dieses Gefühl benennen und in seinem Gedächtnisspeicher ablegen. Und so baut sich erst ein autobiografisches Gedächtnis auf. Also ich möchte in dem Zusammenhang, ich bin auch natürlich bin Literaturwissenschaftlerin und Theologin, ich möchte erinnern an diese psychologisch sehr stimmige Paradiesgeschichte, den Mythos in der hebräischen Bibel, in Genesis 1, wo der allmächtige, bewusste, praktisch in der Elternposition stehende Schöpfergott, alle Tiere der Erde und alle Vögel des Himmels, was symbolisch steht für die gesamte Welt, zu Adam bringt, der wiederum ein Repräsentant ist für die unbewusste Kinderposition. Und Gott ermutigt jetzt Adam in seiner Gegenwart, also er hält sozusagen den folgenden Prozess durch seine Präsenz, Gott ermutigt Adam, jetzt in seiner Gegenwart nun selbst allen Wesen und Dingen einen Namen zu geben. Und Adams nachhaltige Eroberung der Welt durch Erkennen und Benennen entspringt diesem ko-kreativen Mit-ihm-Sein Gottes. Und dieser Bewusstseinsprozess kommt in Gang und er ist ein Gang durch er bringt die Wahrnehmung von der Verschränkung von Natur und Geist in Gang durch diese Präsenz, das Miteinander sozusagen Wahrhaben dessen, was zu benennen ist. Und es wird auch alles, also Gott widerspricht diesem Benennen von Adam überhaupt nicht. Ja? Es gilt
das, was Adam sagt von nun an. Äußere und innere Realität verknüpfen sich und werden mit Bedeutung versehen. Wir können also sagen, der Memory Talk, so wird es genannt, beginnt im paradiesischen Raum frühkindlicher Verschmelzung, führt aber den unbewussten Geist mit jedem neuen Wort aus seinen engen Grenzen hinaus in eine eigenständige oder immer eigenständig werdende Bewusstwerdung. Wer selbst die Welt benennen und erinnern kann, der tritt ein in seine eigene und nach vorne hin offene Geschichte. Wenn wir ein Gedächtnis haben, haben wir auch eine Geschichte. Wer sein Gedächtnis verliert, verliert seine Geschichte. Ein Prozess der Weltdeutung und Sinnstiftung, den wir unser Leben lang gestalten können, denn ich erinnere nur an Wittgenstein, der sagt ja, nur die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und irgendwann zwischen dem 18. und 24. Monat findet dieser unglaubliche Moment des sogenannten Selfings statt. Es gibt Menschen, ganz, ganz wenige Menschen, die sich erinnern, persönlich eine persönliche Erinnerung haben, was das ist. Selfing ist der Moment, wo wir anfangen, Ich zu uns zu sagen. Ein Baby hat noch kein Ich-Bewusstsein. Das ist unglaublich, ja? Dass uns das klar wird. Wir haben dieses Ich nicht von vornherein mitgebracht, sondern das Ich ist ein Konstrukt, das irgendwann bis zum Ende des zweiten Lebensjahres irgendwann da momenthaft sozusagen auftritt. Eltern sollten sich dies wirklich ein Kindertagebuch führen. Ab wann sagt das Kind ich oder wann sagt es mir mein? Ja? Dann ist klar, jetzt ist das Ich-Konstrukt aufgebaut mit Hilfe eines Gedächtnisses. Und wir sehen, was sofort passiert. Kaum ist dieses Ich etabliert, unternimmt es permanente Abgrenzungen. Die Kinder sagen dauernd, kann ich selber. Ja? Oder sie sagen schon mal nein, weil sie nicht mehr das machen wollen automatisch, was also vorgegeben oder benannt wird, also, sondern sie bauen sich jetzt ihre eigene Welt um ihr eigenes Ich herum auf. Das ist eigentlich ganz witzig, wenn wir auch wieder auf die Paradiesgeschichte schauen, der Adam hat das ja auch durchgezogen und in dem Moment, wo er dann selber was macht, nämlich in den Apfel der Erkenntnis beißen, mit seiner Anima-Hälfte mit Eva zusammen, in dem Moment haut sie ihn natürlich aus dem Paradies raus. Ja? Er ist nicht mehr verschmolzen mit dem Eltern-Ich, sondern er macht sein eigenes, er verliert das Paradies, er gewinnt eine Welt. Und irgendwann, wenn der Adam ein spiritueller Mensch ist, begreift er dann auch, dass Gottes Präsenz in keinster Weise aufs Paradies beschränkt ist. Aber das ist dann ein Entwicklungsweg. Also dieses Ich-Konstrukt leistet ab da eine unglaubliche Menge von Dingen und es ist wahnsinnig wichtig zu erkennen, dass wir dieses Ich brauchen, auch wenn wir einen spirituellen Übungsweg einschlagen, wo es ja immer so schön heißt, das Ich ist eine Illusion. Das Ich ist eine Illusion, die wir zu durchschauen haben in den Versenkungszuständen. Das Ich ist ein wesentlicher psychohygienischer Faktor in dieser äußeren Realität, wo wir Wirklichkeit und Beziehungen zu gestalten haben. Also fallt nicht auf diese Rede rein, dass man das Ich komplett abschaffen sollte, dann werdet ihr psychisch krank, das ist Unsinn. Ihr braucht es hier im Ich. In der Versenkung habt ihr die schöne Aufgabe, immer wieder hinter diesen oder aus der Ego-Schachtel rauszukommen und hinter den Schleier des Ichs zu kommen. Da haben die buddhistischen Schulen und die anderen alle, die christlichen Mystiker sagen das genauso, haben die alle recht. Ja? Aber diese Unterscheidung können wir jetzt mit der Unterscheidung zwischen Stufen und Zuständen wunderbar treffen. Kurz mal schnell nur so ein kleiner Flash, was macht dieses Ich-Konstrukt alles? Es kümmert sich um Realitätsprüfung. Es ermöglicht kognitives Denken und Urteilsvermögen. Es entwickelt Realitätssinn, Ambivalenzfähigkeit. Das heißt, ich muss irgendwie früher oder später einsehen, dass ich wie alle anderen auch gut oder schlechte Eigenschaften habe. Macht uns sehr human, wenn wir das mal gecheckt haben. Es baut Mechanismen zur Impuls- und Affektregulierung auf. Vor allem Frustrationstoleranz, wenn ich was nicht kriege oder mir was nicht gelingt. Und die Kontrollfähigkeit zur Beherrschung aggressiver Emotionen. Wir sehen, wie wild die Welt im Moment ist, weil hier ganz zentrale Ich-Regulatorien offensichtlich bei vielen Leuten nicht richtig funktionieren. Besonders Leuten, die im Moment
die Macht haben. Ja? All die Assads, Erdogans, Trumps und Co. Ja? Die können nämlich hier, haben diese Ich-Regulierung nicht wirklich laufen. Das Ich steuert Beziehungen zu Menschen, Tieren, Dingen, Umwelt. Es erlernt auch sehr kreative und notwendige lebenserhaltende Abwehrmechanismen. Ich muss mich einfach vor manchen schützen können. Und ich muss auch mich vor Reizüberflutung schützen können. Dafür haben wir im Ich die sogenannte Stimulusschranke. Also immer strebt dieses Ich nach einer Balance zwischen Autonomie und Harmonie, Abgleich, positivem Abgleich mit der Umwelt und einem Abgleich zwischen Innen und Außen damit. Also letztlich gehört mir dieses Ich von Anfang an nie alleine, sondern es ist immer eingebettet in ein Umgeben des Anderes, ein Wir, eine Umwelt, und zwar eine Welt voller Werte, die durchaus sehr widersprüchlich sein können und auf die ich mich zu beziehen habe oder mit denen ich klarkommen muss. Das Ich ist also definitiv ein Beziehungsorgan, das ich mit Hilfe von Resonanzen, Annäherungen, Distanzierungen positioniert und dabei ständig einen Werteabgleich vornimmt. Es ist also auch völlig okay, sich mal gar nicht sozusagen immer allem zu öffnen und gleich mitzumachen, sondern das Ich reguliert beides in beide Richtungen, sehr stimmig oft, was für mich jetzt eigentlich die beste Balance erzeugt. Wenn diese Ich-Regulatorien alle funktionieren, dann können wir sagen, es ist nie und nimmer ein starrer Monolith, es ist ein fließendes Geschehen, ein lebenslang sich formender, sich selbst immer wieder neu aufbauender Bewusstseinsprozess mit der erstaunlichen Option, sich immer wieder selber überschreiten zu können, um zu einem umfassenderen Werterahmen zu gelangen. Also sich selbst in Frage stellen zu können, um dann sich selbst neu zu erobern, ist auch eine Wahnsinnsleistung dieses Ichs. Kurzer Vorschlag für eine Definition von Co-Kreativität im Ich. Das ist das schöpferische Zusammenspiel unserer eigenen Wertgefühlskräfte, deren Ursprung in tieferen Bewusstseinsschichten als unserem Alltagsbewusstsein liegt, nämlich im Reich des unbewussten Geistes. Ziel ist die Synthese von bewussten und unbewussten Tendenzen im Dienst unserer Persönlichkeitsentfaltung und Menschwerdung. Eine erwachsene Co-Kreativität im Ich erzeugt für sich, für andere und mit anderen eine Allmende, ein Gemeinschaftsfeld, das allen gehört, schöpferischer Teilhabe und Inspiration, einen gemeinsamen von Werten getragenen Raum des Reifens und Miteinandererwachens im kreativen Prozess. Klingt irgendwie gut, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir das jetzt machen. Ja? Also wie können wir denn jetzt die Co-Kreativität im Ich als Erwachsene, wir können jetzt uns nicht alle Boffis erfinden, wäre auch lustig, kann man keinen machen, aber wie gibt es geschickte Methoden, um das als Erwachsene zu forcieren, zu üben, anzusteuern? Ich bin selber ausgebildete Mentorin für Wertimagination. Das ist ein Zweig, der hat sich entwickelt aus der Schule von Viktor Frankl, Logotherapie, Existenzanalyse, ist aber verwandt mit vielen Imaginationstechniken, wie wir sie kennen, von C.G. Jungs aktiver Imagination oder von Roberto Asagnoli oder Katatymes Bilderleben von Hans-Karl Leuner und so weiter. Also da sind sehr, sehr viele verwandte Methoden da. Ich stelle jetzt hier mal vor, den Weg der Wertimagination, auch mit Beispielen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie so ein Weg zur persönlichen Co-Kreativität im Ich noch ausschauen kann. Was sind Wertimaginationen? Es sind bewusst erlebte, zielorientierte Wanderungen durch die inneren Räume und Landschaften der eigenen Seele. Man sitzt auf dem Stuhl, hat ganz simpel, hat die Augen geschlossen, entspannt sich kurz, und lässt dann Bilder und Symbole aus der Tiefe des unbewussten Geistes aufsteigen. Man denkt sich also nichts aus. Es ist nur am Anfang, wenn man es erlernt, so wird noch ein bisschen geführt mit Bildern. Ansonsten erwartet man einfach das, was die Seele zeigen und erzählen möchte. Man sieht die Bilder plastisch,
Wie, wenn ihr einen sehr klaren Traum habt, dann seht ihr ja auch alles plastisch, farbig, ganz genau, wisst genau, was da alles los ist. So ist es in den Imaginationen auch. Und die inneren Bilder sind natürlich immer sehr, sehr persönlich. Auch die Geschichten, die erzählt werden, sind sehr, sehr persönlich, individuell. Aber dahinter kann man immer auch überpersönliche Botschaften beziehungsweise auch über persönliche Gestalten und Werte erkennen, die als praktisch generelle humane Leitwerte zur Orientierung auf der Suche nach Sinn dienen. Wir bewegen uns letztlich hier auf der gleichen Ebene wie im subtilen Feld bei der Versenkung oder beim Träumen, nur dass wir hier jetzt eben genau wie ein Praktizierender in der Spiritualität, dass wir eben wach sind. Wir schlafen nicht, sondern sind wach. Das ist ein bisschen am Anfang die Schwierigkeit, das wach zu bleiben. Die richtige Schicht zu, gerade vorm Einschlafen sozusagen, und dann die Bilder alle wach mitzukriegen. Man ist immer frei zu entscheiden, was man tut und was man lässt. Das ist wunderbar. Man kann jederzeit mit dem freien Willen sagen, das will ich oder das mache ich jetzt in meiner Imagination oder das mache ich nicht. Man sieht Symbole, wie zum Beispiel Kugel, Haus, Fluss, Baum, Berg, Ring, also Dinge und Landschaften. Aber im Zentrum stehen vor allen Dingen ist die Begegnung mit den sogenannten Wertgestalten. Sie sind die hilfreichsten Gestalten, die man sich vorstellen kann, und fördern unsere Selbst- und Sinnverwirklichung. Sie verkörpern humane Werte und die sogenannten Existenziale, die wir zu einem voll sinnerfüllten Leben brauchen, wie Mut, Freiheit, Liebe, Kreativität, Vertrauen, Lebensbejahung, Sinn, Güte, Weisheit und so weiter. Wir erleben in der Begegnung mit diesen Wertgestalten diese existenziellen Werte personal, wie reale Personen. Und das macht die Dichte der Begegnung und der Erfahrung aus. Es ist was anderes, ob ich mir sage, ja, sei doch mal mutig, oder ich treffe einen richtig mutigen Menschen. Verändert mich oder erreicht mich unmittelbarer. Also da haben wir entsprechend dann die Mutigen oder die Freien, die Liebenden, die Kreativen, die Gelassenen, die Lebenskünstler, Liebhaber des Lebens und so weiter. Wertgestalten zeigen sich immer paarweise im Sinne von, dass sie als Mann und Frau kommen, und wir üben das auch immer ein, dass man beide erwartet, damit man die männliche und die weibliche Seite innerpsychisch einfach auch, manchmal sind die ein bisschen konträr angelegt, dass man von beiden Aspekten her auftanken kann, den Wert. Es sind immer individuelle Bilder, habe ich schon gesagt. Man kann, also ihre Wertgestalten können sich klar von allen anderen unterscheiden, selbst wenn alle miteinander jetzt zum Beispiel die Liebenden imaginieren würden. Sie würden bei jedem individuell ausschauen, aber es käme dann darauf an, auch zu gucken, strahlen sie tatsächlich Liebe aus? Ja? Kommt es rüber? Deswegen fragen wir beim Wertimagination immer uns, wenn eine Gestalt kommt, was strahlt sie aus? Was strahlt sie aus? Echte Wertgestalten sind nie ambivalent. Wenn sie ambivalent sind, liegt meistens eine Projektion von unserer Schattenseite oder sowas vor. Aber eine echte Wertgestalt spüren wir nach kürzester Zeit den genauen Unterschied und sind dann tiefst berührt, weil wir hier diesen existenziellen Wert rein und klar dem begegnen können. Ich möchte mal ein Beispiel geben für, das war jetzt hier die Kreative, das war eine 50-jährige Frau etwa, sie eine Beschreibung, Steckbrief für die Kreative. Sie ist meine Frau Sonne mit lichterfülltem Strahlengesicht und bodenlangem weißen Kleid mit einem hauchzarten goldgewirkten Umhang. Ihre Ausstrahlung ist entsprechend sehr intensiv und warm, durchdringend. Sie hat etwas sehr Freies, Eigenständiges, Souveränes, Innovatives an sich, ist würdevoll, aber auch einladend, alterslos schön und sehr frisch, mit liebenswürdiger Klarheit. Wo sie hinleuchtet, blüht im Handumdrehen etwas Originelles auf. Wenn sie ihre Strahlen nicht nur auf meinen Körper und mein Herz richtet, sondern direkt in meinen Geist, sinke ich in eine nie gekannte schöpferische Stille, aus der alles andere hervorzuquellen scheint. Das ist natürlich jetzt schon eine Imaginantin, die Imaginationserfahrung hat.
Sowas sieht man eher weniger am Anfang, wenn man das erlernt. Aber nur mal so, dass ihr seht, wie sich das ausformen kann. Und jetzt ein ganz beeindruckendes Beispiel finde ich für den Liebenden, die männliche Gestalt des Liebenden von einem etwa 40-jährigen Mann, der auch sehr schon ziemlich viel, der war schon länger bei mir zum Imaginieren, also der war, hat schon auch viel energetische Erfahrung selber gehabt und trifft hier zum ersten Mal seine Wertgestalt, den Liebenden. Das ist oft auch sehr spannend. Wie schaut die erste Begegnung aus? Die kann manchmal etwas diffus sein und es steigert sich dann und wird immer klarer und die Wertgestalt sozusagen formt sich aus. Oder wie hier, und das ist dann schon ein großes Wow-Erlebnis, hier tritt sie unmittelbar und mit großer Macht ins Bewusstsein. Zusammenfassung seines Steckbriefs vom Liebenden. Der Liebende hat mich fast überfordert. Er ist energetisch unglaublich intensiv. Als er erschien, war er außerordentlich groß, fast wie ein Riese. Das zeigt übrigens, dass der Imaginant in der Erstbegegnung diesem Wert noch nicht so ganz gewachsen ist. Dann kommt eine Wertgestalt einem ganz besonders groß vor. Manchmal ist es auch klein, dann macht sich der Imaginant selber zu klein. Ja, dann reift es wieder nach. Also man kann an den Größenverhältnissen schon immer ein bisschen auch in der Begleitung dann sehen, aha, okay, wo kann man denn Unterstützung anbieten? Also beim zweiten Mal war er dann aber doch schon etwas menschlicher von der Größe her. Beide Male aber war die Liebe, die von ihm ausging, übermächtig, unüberbietbar groß. Mir wurde sofort meine Ohnmacht gegenüber der Allmacht der wahren Liebe bewusst. Bei dieser WG hatte oder Wertgestalt hatte ich die bisher intensivsten physischen Reaktionen überhaupt. Ganz klassisch, der Körper imaginiert immer mit, ist der, unser Instrument zur Welt- und inneren Wahrnehmung. Also eine ganz, ganz starke physische Reaktion kommt jetzt. Mein Herzchakra drehte ganz stark, ich bekam Herzklopfen und hatte das Gefühl, dass mein gesamter Gefühlsinnenraum ganz stark gedehnt wird. Es war überhaupt nicht unangenehm, aber diese Seite der Liebe erwies sich eben doch als zwingend mächtig, alles einnehmend und unausweichlich. Ja. Also das ist sozusagen eine Begegnung mit einer Wertgestalt, die diesem Mann einen Entwurf hingehalten hat, für seine Entwicklungsmöglichkeiten als Mann zu lieben. Mal schnell einen Schluck trinken. Es gibt daneben nicht nur diese Ambivalenzen, sondern es gibt tatsächlich auch Blockierer der inneren Ko-Kreativität, der positiven Wertgefühle. Das sind sinnverweigernde innere Gestalten. Das wären dann so der ängstliche oder niedergeschlagene, der zweifelnde, unwahrhaftige, der ich-bezogene, der mutlose, der maßlose und so weiter. Es ist aber, und ich füge noch hinzu, es gibt auch so optische Hindernisse und Sinnfindungsbarrieren, wären dann zum Beispiel so reißende Flüsse ohne Brücke oder eine hohe, unüberwindliche Mauer oder eine beängstigende Enge, solche Sachen. Es ist in den Wertimaginationen elementar wichtig, dass man sich immer von diesen bejahenden Wertgestalten führen lässt, weil die sind tatsächlich allem Problemhaften souverän gewachsen. Es haben jetzt Abertausende, ich weiß gar nicht wie viel, ich schätze mal Böschemeier, also wo ich die Ausbildung gemacht habe, Professor Böschemeier, der hat alleine, glaube ich, jetzt an die 100.000 Wertimaginationen begleitet in 25 Jahren oder fast 30 Jahren. Wir haben das breit belegt, da gibt es gar keine Frage, die Ko-Kreativität echter, reiner Wertgestalten ist immer stark genug, um die Liebesblockierer zu depotenzieren und zu überwinden. Die Wertgestalten sind dabei selbst nie aggressiv. Das ist erstaunlich, wie die innere Welt es hinbekommt. Aggressiv und bedrohlich sind diese negativen Gestalten. Die echten Wertgestalten, aber Gestalten ohne Aggression, heben sie Hindernisse auf, finden sie neue Möglichkeiten, verwandeln sie die gesamte Szenerie und so weiter. Es ist unglaublich, wie kreativ hier in der Seele gearbeitet wird, und zwar auf eine erstaunlich friedfertige, aber auch durchaus, wenn gleich noch Beispiele zeigen, durchaus auch hartnäckige Weise. Ja?
wie funktioniert es? Etwa eine wer es gelernt hat, man fängt mit 15 Minuten Imagination an. Eine volle Imagination dauert in der Regel 30 bis 35 Minuten. Begleitet bedeutet, dass man hat ein kleines Vorgespräch, wo man das sogenannte Wertimaginationsziel findet. Das merkt man im Gespräch mit dem, der zum Imaginieren kommt. Ja? Was braucht die Seele jetzt hier und heute? Ich habe, wenn die kommen, nie eine Ahnung, was wir jetzt in einer Viertelstunde etwa machen werden. Es ist wirklich, ich liebe die Methode, weil sie ist extrem individuell. Ja? Kommt immer, was bringst du mit? Und nach einer Viertelstunde ungefähr, 20 Minuten spätestens, weiß man, okay, das Thema. Und dann ist so ein bisschen die Kunst, jetzt das zu formulieren, welche Wert gestalten und zu welchem Wertimaginationsziel, damit die Geschichte auch wirklich einen Drive kriegt, einen Fokus hat, braucht man das Ziel. Und man sieht es, also ich zumindest sehe das an der Reaktion meiner Imaginanten, habe ich es erwischt, passt mein Vorschlag. Es gibt so ein inneres Ja in den Augen, okay, das ist es. Wenn ich sage denen auch, wenn es nicht ist, wenn ich selber nicht sehe, dann sag es mir und wir ändern sofort Ziel oder die Gestalten. Das Ja ist wunderbar, das ist eine Seelen-, also Soul-to-Soul-Arbeit, man checkt das eigentlich ziemlich leicht. Ja, nach der Imagination, wenn ich es begleite, dann unterstütze ich Schritt für Schritt den Weg durch die innere Seelenlandschaft. Der Imaginant sagt laut, was er sieht, und ich kann, wenn er Hilfe braucht, stagniert, nicht weiter weiß oder irritiert ist, kann ich Vorschläge machen oder Wertgestalten einladen, dass er sie ruft. Und hinterher schreibt es auf und dann haben wir noch ein Nachgespräch, wo es darum geht, was war die dichteste Stelle, was hat mich emotional am tiefsten berührt. Weil das ist wichtig, das zu verankern. Das ist dann auch so eine Art Memory Talk, ja, die ich dann wieder mit dem Imaginanten habe. Ja, jetzt möchte ich Beispiele erzählen, damit ihr so ein Gefühl habt. Und wenn wir Zeit noch haben und ihr Lust habt, dann würde ich nämlich selber gerne noch eine Imagination mit euch machen. Nicht ganz eine Wertimagination, schon ein bisschen noch mit Bildern gestützt, aber schauen wir mal, wie wir drauf sind. Das erste Beispiel heißt nach einer neuen Lebensaufgabe suchen. Da kam eine pensionierte Lehrerin zu mir in eine Wertimaginationsgruppe. Da haben also alle gemeinsam imaginiert und ich habe nur sozusagen eingeleitet und wir haben dann in der Gruppe, erzählen wir dann uns die Imaginationen. Und für sie war, sie wusste nicht, was sie jetzt mit ihrem frisch im Ruhestand, was sie jetzt machen sollte. Es war unklar, was soll jetzt der Sinn und die Aufgabe meines Ruhestandes sein. Sie war ein ziemlich vielseitiger Mensch, sie hatte keine rechte Ahnung, was sie machen kann. Und so haben wir also für sie speziell vereinbart eine Wanderung mit ihren beiden Lebenskünstlern, denn diese Frage ist ja nach der Lebenskunst, wie gestalte ich mein Leben, zum Ort der Lebenskunst, also beides sozusagen dicht zusammengepackt. Hier ist also Kurzfassung ihrer Imagination. Ich sehe mein Lebensbuch groß aufgeschlagen vor mir. Ich erkenne mich darin in verschiedenen Lebensaltern, und mir werden die verschiedensten Lebensphasen gezeigt, in denen ich Lebenskunst praktiziere. Neben mir stehen die beiden Lebenskünstler und schauen gemeinsam mit mir ins Buch. Er ist ein Rabbi mit hintergründigem Witz, sie eine bodenständige Bäuerin mit Humor. Für mich passen die beiden wunderbar zusammen. Als ich durch ihre Augen schaue, erkenne ich, dass dieses Buch der Ort meiner Lebenskunst ist. Das ist so typisch, ja, dass man plötzlich was, man sieht schon was, aber dann erkennt man, was es eigentlich ist. Als ich das verstehe, verändert sich die schwarze Schrift im Buch und ein herrlicher Wind macht einen bunten Blütenwirbel daraus. Ich schlüpfe nun selbst in das Buch hinein, also sie ist jetzt direkt im Ort ihrer Lebenskunst, und spiele ausgelassen und glücklich mit der bunten Blütenschrift. Irgendwann sagt der Lebenskünstler sanft zu mir, es reicht. Und sie fügt lächelnd und zugleich sehr bestimmt hinzu, du musst schreiben. Dann sehe ich mich hoch oben in einem Turmzimmer sitzen. Ich habe einen weiten Blick über eine herrliche grüne Landschaft und schreibe. Der mit diesem blütenspielende Wind
verkörpert die schöpferische Energie des unbewussten Geistes, der sich hier einfach sozusagen ins Spiel bringen will. Und inzwischen hat sie 3 Bücher veröffentlicht. Ja? Ja? Also das sind so ein wunderbares Klärungsmodell für, was steht bei mir jetzt an, was will werden. Eine sehr spirituelle Wertimagination oder eine spirituelle Überraschung, große Überraschung in einer Wertimagination, hier jetzt stammt von einem Mann, der war so ein technischer Kaufmann, ungefähr Mitte 50. Er hatte schon einige Imaginationserfahrungen bei mir in der Gruppe und war ein Mensch, der hat sich jahrelang wahnsinnig, also jahrzehntelang muss man sagen, rational definiert. Ja, der hielt überhaupt nichts von Spiritualität und litt aber trotzdem immer, also gerade wahrscheinlich deswegen, unter einer echten existenziellen Frustration und einer seelischen Stagnation. Und er kam dann zu mir auch mehrfach in Einzelimaginationen und da haben wir dann einmal eben als Thema gefunden, um dieser Stagnation zu begegnen, mit den Revolutionären zur verborgenen Freiheit. Diese inneren Revolutionäre sind auch keine aggressiven Burschen, die schmeißen auch keine Bomben oder sowas. Ja? Die sind kraftvoll, sehr lebenszugewandt, ausdauernd und die decken einfach heilsame alternative Lebensmöglichkeiten hin und machen das manchmal auf eine wirklich für uns revolutionäre Weise. Ja? Also es gibt so eine Art inneren Quantensprung. Dieser Wertimagination, die ich gleich erzähle, tauchen dann zusätzlich auch noch Indianer von sich auf. Die kannte er schon aus früheren Imaginationen. Und die Indianer stehen für die instinktsichere Verbindung zwischen Natur und Geist, also für unsere natürliche Identität. Eigentlich, wenn alles hinhaut, haben wir dann eine wunderbare ein Zusammenspiel von Natur und Geist in uns und können uns dann, und die Indianer helfen uns auch in der inneren Welt, in den Seelenlandschaften klasse zurechtzufinden. Deswegen lernt man die immer relativ früh kennen. Jetzt kommt die Imagination. Zu Beginn sehe ich einen Baustellentunnel im Kindermaßstab, in dem Wichtelmännchen arbeiten, die sich mir als technisches Hilfspersonal vorstellen. Ich finde sie aber nicht sehr kompetent. Ja? Also, ich meine, die Seele spricht, ja. Ich gehe unwillig in den Tunnel hinein und stecke bald fest, komme dann aber mit der Hilfe meiner Indianer vorwärts. Als wir schließlich am anderen Ende, das dauert jetzt ziemlich lang, bis er durch den Tunnel kommt, weil er nicht will, die Indianer zeigen es ihm aber. Als wir am anderen Ende ans Licht treten, sehe ich eine weite Landschaft mit der Christusstatue vom Zuckerhut in Rio vor mir. Nun erscheinen plötzlich die Revolutionäre. Sie trägt das Gewand und die Fackel der amerikanischen Freiheitsstatue, ist von jugendlicher Strahlkraft und Fröhlichkeit. Er ist knorrig wie Wilhelm Tell mit einem starken, zielgerichteten Willen. Beide umarmen mich, was mich unglaublich positiv erfüllt, denn ich spüre eine überwältigende Zuwendung und Liebe. Dann meine ich, bei dem Revolutionär Kettenklimpern zu hören und denke, na, so frei ist der Kerl auch wieder nicht. Da fasst er mich an und ich merke, dass die Ketten bei mir selbst um Hände und Füße liegen. Ich bitte erschrocken um Hilfe und die Revolutionärin nimmt mir die Ketten ab. Dann zeigen die beiden mit großer Entschlossenheit zur Christusfigur hinauf. Ich zögere, aber sie bleiben hartnäckig. Sie nehmen mich in ihre Mitte. Ich gehe schließlich mit und als wir oben sind, auch das dauert jetzt eine Weile, bis er da sich annähert, als wir oben sind, führen sie mich innen eine Art kreisende Wendeltreppe hinauf, die gleichzeitig immer transparenter und energetisch dichter wird. Es kommt mir so vor, als würde die Treppe selber mich nach oben schieben. Schließlich stellen mich die beiden Revolutionäre so in den Kopf der Christusfigur hinein, dass ich durch deren Augen hinaus ins Land schauen kann. Was dann passiert, ist unglaublich. Während die beiden Revolutionäre sich hinter mich stellen und mich stützen, sehe ich alles da draußen, absolut alles durch die Augen der Liebe. Liebe strömt durch mich, weitet mein Herz über alle Maßen und bringt mich selbst zum Leuchten. Es ist gleichzeitig so, als würde mich dieser Christus, in dem ich bin, als würde er mich umarmen,
was sich absolut natürlich anfühlt, so als könne es im Grunde gar nichts anderes geben als diese Liebe. Es ist schon irgendwie einleuchtend, dass sich nach dieser Imagination seine Einstellung zur Spiritualität durchaus geändert hat. Ja? Und witzigerweise hatte er nämlich in seiner Kindheit sehr positive religiöse Erfahrungen gemacht. Er hatte einige bedeutende spirituelle Kindheitserlebnisse, die hat er aber jetzt erst rausgerückt und die hat er sich sozusagen wieder erschlossen und die waren verkapselt in seinem autobiografischen Gedächtnis und haben auf den Tag gewartet, dass sie hier wieder geweckt wurden. Noch ein drittes Beispiel, da geht es um Ressourcen auffrischen. Das ist eine 85-jährige Dame, die seit sie ihren schwer krebskranken Mann pflegt, zu mir zur Imagination kam, weil das in dem hohen Alter selber diese Leistung zu vollbringen ist natürlich unglaublich zermürbend. Sie war sehr erschöpft und wir haben vereinbart, dass sie sich von den Beduinen zu den verborgenen Ressourcen begleiten lässt. Diese Beduinen sind ganz tolle Pfadfinder und Wegbegleiter, wenn man so Wüstenzeiten im Leben durchstehen muss, wo man so karg zugeht und man auch denkt, es hört ja überhaupt nie auf. Jetzt kommt ihre Imagination. Nach einer kurzen Entspannungsphase zum Einstieg bin ich sofort in der Wüste. Alles ist kahl. Hier erwarten mich schon zwei Beduinen in weißen Gewändern, die zwei Kamele mit sich führen. Er strahlt Würde und Ruhe, große Sicherheit im Umgang mit der Natur aus. Die Beduinin ist zarter, aber auch sehr eigenständig, wegkundig und eine zuverlässige Führerin. Die beiden setzen sich auf ihre Kamele, dazwischen binden sie ein kleines Boot, in das ich mich hineinlegen kann. Also ein Wüstenschiff-Boot, ja, hat sie bekommen. Kaum sind wir losgezogen, kommt sogleich ein heftiger Sandsturm auf. Situation spitzt sich zu. Die Beduinin beruhigt mich, lass dich nicht irritieren. Wir helfen dir, da durchzukommen. Tatsächlich wölbt sich nun das Boot so über mir, dass ich vollkommen geschützt darin liege und angenehm sanft auf dem Weg geschaukelt werde. Ich entspanne mich immer mehr, eine wunderbare Erholung. Als der Sturm aufhört, steigen die Beduinen ab und fordern mich auf, das Boot zu verlassen. Beide führen mich nun an der Hand weiter. Auf unserem Weg entdecke ich erste Pflänzchen am Boden, dann ein klares Bächlein. Hier schöpfen die Beduinen für mich Wasser. Es ist herrlich erfrischend. Immer mehr Grünes ist zu sehen. Wie selbstverständlich erscheint jetzt meine Lebenskünstlerin und begrüßt mich in ihrem Reich der Frische. Wir tanzen zusammen. Ich bin voller Freude, spüre in mir neue Energie. Die Beduinen und die Lebenskünstlerin verabschieden sich freundlich von mir und ermutigen mich, nun allein weiterzugehen. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass der entscheidende Wert aktiviert wurde und jetzt selbstständig in mir verankert, von mir selber getragen wird und ich kann jetzt alleine weitermachen. Das ist immer eigentlich ganz was Tolles, wenn die Wettgestollen sagen, so jetzt läuft es auch ohne uns. Dann verschwinden beide Wertgestalten oder alle drei. Ja, alle drei. Ich schaue mich um, wie ich nun selber weitergehen kann. Da erscheint eine freundliche große Bärin und aus dem Boden wächst eine wunderbare Rose, die Leben, Freude und Hoffnung ausstrahlt. Sie weist mir den Weg und die starke Bärin trägt mich im Handumdrehen in ein anderes Land, wo mich eine üppige Oase erwartet. Ich weiß sofort, das ist meine Oase. Hier gibt es eine Fülle an farbenprächtigen Pflanzen, auf einem Tischchen liegen Früchte und sogar Schokolade und Bücher. Durch die Bäume weht ein herrlich duftender, angenehmer Wind. Ich lehne mich an eine Palme und nehme ihre Energie über meinen Rücken in mich auf. Die Bärin liegt direkt neben mir und ich spüre auch ihre große Kraft unmittelbar in mir. Alles in diesem Ort ist friedlich, erfrischend und stärkt mich. Ich weiß, dass ich jederzeit hierher zurückkommen kann und hier die Kraft für die Pflege meines Mannes geschenkt bekomme. Diese theriomorphe Gestalt am Ende, der Bär oder die Bärin, die erinnert natürlich so an diese Totemtiere in der schamanischen Tradition, ne? Wenn man seine Krafttiere holen kann. Bei Wertimagination zielt man aber nicht auf Tiere, sondern wir zielen immer auf dieses volle humane Existenzial. Also das kündigt sich natürlich so halbbewusst in dieser Tiergestalt schon an. Und wir haben
ich habe dann natürlich schon gemerkt, dass diese Bärin als Platzhalterin fungiert für das Thema Kraft. Und wir haben dann in einer darauffolgenden Imagination die Kraftvollen imaginiert. Und prompt kam zuerst die Bärin und hat sich dann in die Kraftvolle verwandelt. Ja? Also das sind auch so Annäherungsprozesse. Ja, also das war so mein Überblick mal über Möglichkeiten, wie man diese Co-Kreativität im Ich wertimaginativ fördern kann. Ich selber kann wirklich sagen, das ist eine tolle Geschichte, um diese eigene innere Landschaft auszuloten, kennenzulernen. Es ist unglaublich, was da auf Entdeckung in uns wartet und wie viel Freude das macht, diesen inneren Reichtum, diese Fülle, auch Fülle tatsächlich an Güte, an Weisheit, an Lebensbejahung und Sinnstiftung imaginativ zu erfahren und auch wahnsinnig tolle und immer wieder überraschende Impulse zu bekommen für unser Leben hier in dieser konkreten Wirklichkeit. Es sind einfach, die Transfers sind erstaunlich, wie man das machen kann. Also ich mache das mal selbst beim Schreiben manchmal so, dass ich mir bestimmte Wertgestalt sozusagen direkt links und rechts hinter mich stelle, um sie bei mir zu haben und von ihrer Energie zu profitieren. So, ich muss einen Schluck trinken. Also, habt ihr noch Energie und Lust, selber noch eine kleine Imagination zu machen? Ja? Okay. Ich würde sagen, die, die keine Lust haben oder unbedingt Hunger haben, wollt ihr einfach schnell rausgehen? Gut. Also wir haben Kinder im Raum und das ist was völlig Natürliches. Ein guter Meditierer und Imaginierer kann in jeder Situation und mit jedem Geräuschpegel imaginieren. Nehmt es einfach mit rein. Ihr werdet an einer bestimmten Stelle in der Imagination genug Möglichkeit haben, da nochmal ganz liebevoll hinzuschauen. Ich habe, als ich mich vorgestellt habe, schon einen Zisterzienser angesprochen, den Balduin von Fort, ein späterer Zisterzienser, genauso verknallt in die Liebe wie der Balduin von Fort, war der Alred von Rivaux. Also das spielt alles im 12. Jahrhundert. Und das ist also wirklich ein unglaublich entzückender und freundlicher und um die Liebe kreisender und um das Wohlwollen kreisender Mystiker gewesen. Und hat also mit seinen Jungs, muss man schon sagen, im Kloster, er war etwas berüchtigt, weil er ständig immer so lieb als Abt, er war Abt und zu lieb zu seinen Mönchen war und nicht streng genug und die mochten ihn alle so sehr und man hat ihm gleich vorgeworfen, er sei homosexuell und das ganze Kloster wäre also verseucht und so und er hat gesagt, den Vorwurf nehme ich gerne auf mich, weil es ist so schön, einfach Menschen zu lieben und geliebt zu werden, ja, sollen sie doch reden über uns, was sie wollen, ja, aber wichtig ist mir, dass wir die Liebe üben. Und dafür hat er also allerhand, er hat Bücher geschrieben und er hat auch eine Imaginationsübung entwickelt, die ich jetzt euch anbieten möchte. Und zwar die Arche des Geistes heißt diese Übung. Und ihr setzt euch jetzt einfach nur aufrecht hin und überschlagt die Beine nicht. Schaut, dass ihr gut gestützt seid vom Rücken her. So leicht geöffnet, die Beine ist ganz gut und die Hände sollten irgendwie in einer ruhigen Position liegen, entweder so ineinander oder entspannt auf den Oberschenkeln und ihr solltet auch keine Verspannungen haben, so in dem Rücken, im Schulterbereich. Könnt ihr nochmal kurz lockern, gerne auch nochmal die Gesichtsmuskulatur so ein bisschen lockern und dann sind vielleicht so knapp 10 Minuten, die wir machen und ihr schließt jetzt bitte die Augen. Und gönnt euch einfach jetzt mal ein paar Atemzüge, so ganz in eurem eigenen Rhythmus, ein- und ausatmen, besonders sozusagen liebevoll ins Ausatmen mitgehen. Folgt ihr einfach eurem Atem, eurem zuverlässigsten Freund, der immer bei euch ist. Und der euch jetzt ganz sanft immer mehr nach innen einlädt, in eure innere Welt hineinzieht und nach versammelt ihr euch mit dem Atem und eurem Bewusstsein
in eurem Herzensraum. Ihr lasst einfach den Atem hinein strömen Richtung Herz und spürt, dass es sich dabei immer ein bisschen mehr weitet und wärmt und dehnt. So als wäre der Atem eine warme Hand oder auch ein freundliches, helles Licht, das dich im Inneren erhält. Stell dir nun vor, dass der Fassungsraum deines Herzens eine Arche des Geistes ist. Nimm diese Arche genau wahr. Wie schaut sie aus? Wie ist sie geformt? Welche Größe hat sie? Diese besondere Arche wurde aus dem unverwüstlichen Holz deines guten Wesenskerns gebaut. Sie gehört dir ganz und gar. Inspiziere nun deine Herzensarche von innen. Sie hat viel Raum für alles Heilsame, alles Schöne, alles Wahre, alles Gute, Schöpferische und Heilige. Wähle nun in deiner Arche einen Raum für dich selbst. Richte ihn dir ein. Lass von deiner Herzmitte her Wärme, Selbstfürsorge, Güte und Liebe durch deinen Raum fließen. Genieße diesen Raum. Und wenn du magst, geh nun weiter durch deine Arche und richte dir viele kleine weitere Kammern als Gästezimmer ein. Für alle inneren und äußeren Gestalten, denen du jetzt dein Herz öffnen willst. Spüre, wie sich das für dich anfühlt, wenn sich die Arche des Geistes in deinem Herzen immer mehr füllt.
Widme nun den Allerschönsten, den innersten Raum deiner Herzensarche, der göttlichen Liebe, die in allem duftet, in allem leuchtet, in allem aufstrahlt und alles in allem verwandelt. Genieße es, deine Arche zu betrachten, wie sie auf dem unendlichen Ozean deines Bewusstseins dahinzieht. Ein Schiff voller Liebe und Verbundenheit. Wende dich zum Schluss noch einmal dem für dich dichtesten Bild zu und komm dann behutsam und in deinem eigenen Tempo wieder hierher in diesen Raum zurück. Ich würde vorschlagen, dass wir für eine Minute etwa einen Wortteppich ausbreiten, wo jeder oder jede, die mag, nur der, der die mag, vielleicht ein Wort oder ein Symbol benennt, das ihm während dieser Imagination begegnet ist. Oder ein Gefühl, das wäre natürlich auch wunderbar. Also wer mag, dafür ist jetzt Zeit zu teilen. Es ist immer so, dass ein oder eine Mutige beginnt mit der Wertgestalt der die Mutigen hinter sich und die anderen dann einfach anschließen können. Fülle. Garten der Liebe, Frieden, Holzspirale, ja, goldene Rose. Licht und Wärme, Bewegung, Wasser und Licht, helles und dunkles, weißes Licht, Spielraum. Geborgenheit. Ja, da haben wir jetzt was im Memory Talk miteinander geteilt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein entspanntes Abendessen und ein gutes Miteinander an den Tischen.
Applaus